Es wurde ein Ergebnis, mit dem vor allem in dieser Deutlichkeit vor der Partie wohl nur die wenigsten gerechnet hatten. Der Wilhelmshavener HV bezwang am Sonnabend in der heimischen Nordfrost-Arena den Drittliga-West-Spitzenreiter Bayer Dormagen mit 31:25. Die Begegnung des Tabellendritten gegen den Ersten wollten sich 1400 Zuschauer nicht entgehen lassen. Darunter auch Handball-Weltmeister und Champions-League-Sieger Thorsten Jansen. Vor allem aus privatem Interesse, das demnächst zu einem beruflichen werden könnte. Deswegen guckt man mal, wie denn so das Niveau ist. Und in den nächsten Jahren werde ich ja mit dir auch mal was anderes machen, als nur selber spielen. Und mal gucken, ob sich hier so einige Spieler anbieten, die auf meine Liste schreiben. Einen Mann hätte sich der HSV-Akteur mit Sicherheit notiert. WHV-Torhüter Christoph Dannigkeit präsentierte sich in Bestform. Dem Wilhelmshavener Publikum spendierte der Routinier an seinem 35. Geburtstag satte 18 Paraden. Lobende Worte für die zumeist jungen Vorderleute und das frenetische Publikum fand der Jubilar obendrein. Mich freut es sehr, dass es heute wirklich so harmoniert hat, dass wir die Absprachen, die wir getroffen haben, so gut umgesetzt haben. Und ich muss auch sagen, es hat viel funktioniert, was wir vorher ausgemacht haben. Irgendwie hat uns das ganze Spiel über so eine Welle getragen von den Zuschauern. Wir waren sehr konzentriert, sehr fokussiert auf das Spiel und kann ich irgendwie noch gar nicht so beschreiben, was heute passiert ist. So recht ins Spiel kam der im weißen Dress angetretene Gast aus Dormagen nie. Im Angriff fand der Tabellenführer nur allzu selten ein probates Mittel gegen den kompakten Deckungsverbund des WHV. Die Wilhelmshavener zogen den Bayer-Akteuren mit ihrer aggressiven 3-2-1-Abwehr ein ums andere Mal den Zahn. In der Vorwärtsbewegung präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Christian Körmann abgeklärt, auch aus dem gebundenen Spiel heraus. Die 16:13 Pausenführung war in der 32. Minute rasch auf ein 18:13 angewachsen. Selbst bei doppelter Unterzahl, während der beruhigende Vorsprung auf 2 Treffer abschmolz, bewahrte die Körmann-Truppe einen kühlen Kopf. Ich glaube, danach hat man auch gesehen, dass die Jungs weiter ihren Stiefel gespielt haben, sehr diszipliniert vorne waren und unglaublich kämpferisch, aggressiv hinten gearbeitet haben im bärenstarken Dannigkeit. In Unterzahl setzte der WHV immer wieder Nadelstiche, hier durch Abwehrchef Matej Kosul, der wie Dannigkeit ein Sonderlob von Trainer Christian Körmann bekam. Dessen Appetit auf die zweite Handball-Bundesliga wächst, nicht erst seit dem Achtungserfolg gegen Dormagen. Der Hunger ist schon vom ersten Spiel an da gewesen oder in der Vorbereitung, auch bei den Jungs. Bloß man muss auch ganz ehrlich sagen, Dormagen hat über die gesamte Spielzeit wirklich ihre Leistung abgerufen. Ich glaube, bei den Jungs weiß jeder, was wir leisten können, aber auch genauso, wo wir unsere Defizite haben. Und man hat gesehen, dass wir gerade gegen Gegner von unten wie Düsseldorf oder auch Neuss verloren haben, weil wir halt dort in der Chancenauswertung oder in der Abwehrarbeit ein bisschen nachgelassen hatten. Das hilft aber einer Mannschaft. Das ist eine sehr junge Mannschaft, da sind viele junge Spieler dabei und die lernen daraus. Und ich glaube, dass wir da immer wieder einen Schritt nach vorne machen, dass einen auch Niederlagen weiterbringen. Von Trübsal war am Sonnabend indes keine Spur. Die eventuelle Aufstiegsrelegation ist für die Jadestädter weiterhin möglich. Ja gut, das waren zwei Punkte. Das waren natürlich zwei schöne Punkte. Aber wir wissen alle, dass wir auch weiter Punkte holen müssen, damit dieses Ziel noch erreicht werden kann. Und deswegen war das heute ein wichtiger Schritt, ein toller Schritt. Aber wir müssen genauso die anderen Spiele noch gewinnen. Und da ist halt ein bisschen genau dieser Wille gefragt, den wir heute hier gezeigt haben. Die Nordlichter in der dritten Liga West bleiben also bodenständig. Trotzdem. Wer den seit Ende 2012 auswärts ungeschlagenen TSV Bayer Dormagen bezwingt, darf zumindest ein wenig feiern. Gibt es heute Abend, letzte Frage, ein isotonisches Getränk oder noch mal ein Bierchen? Ja, ich denke, heute ist schon mal ein Bierchen drin. Und nicht nur das, auch jede Menge Glückwünsche für die Nummer 1 des WHV. Nicht ausschließlich wegen des Geburtstags.